Hast du mal wieder zu viel Alkohol getrunken? Ich habe gar nichts getrunken. Wir müssen weg. Ja, Yunus kommt auch dazu. Vielleicht fällt auch auf, wie er sich diesen nassen Lappen auf den Rücken presst. Ja, vermutlich kann man das sich ausmalen, dass er verwundet ist oder verwundet wurde. Also Zain wird auch dazukommen und falls ihm das auffällt, wird er wahrscheinlich dann irgendwie zu behandeln. Und er meint, nein, wir wollten sowieso aufbrechen, aber geht es dir gut? Er presst die Lippen aufeinander. Geht, denke ich. Sorg dich nicht, Ahud. Keine finstere Magie kann in Angesichts des Göttervaters Jupiter und seinen Segen bestehen. Du bist sicher. Felix, du weißt nichts über die Baga Yagas. Das sind uralte Teufel. Du weißt leider, wie es scheint, zu wenig über unsere Tadabut. Das ist traurig. Du mir bisher noch nicht den Glauben schenkst, den unsere Götter verdienen. Da, wo die Baba Yaga herkommen, reichen die Götter Roms nicht hin. Glaub mir, Felix, du musst von einer anderen Welt sprechen, denn diesen Ort gibt es auf dieser Welt nicht. Junius tritt zwischen die beiden. Keine Zeit für Diskussionen. Wir sind Legionäre, wir sind für die Straße gemacht. Eine halbe Stunde packen und dann los. Das ist ein Befehl. Ja, Wut nickt. Er dankt sogar schon. Junius. Tja, weißt du, Davut, der Unterschied zwischen euch in den Karpaten und uns in Spanien ist einfach, unsere Naturgeister sind die Guten. Die sitzen in den Feldern und helfen uns bei der Ernte. Und eure sind einfach nur Dämonen, die euch ängstigen. Baba Yaga ist kein Geist. Es ist nichts, was man anbetet. Das sind... Du solltest es einfach mal mit unseren Geistern versuchen. Weißt du, bei den anderen habe ich es schon versucht, aber die sind alle von Felix korrumpiert. Nimm doch einfach mal die hispanischen Naturgeister auf. Kind, weniger schwafeln, mehr packen. Bin noch dabei, Decurio. Ja gut, Davut würde sich, ja. Ich würde gerne mal Okkultismus würfeln, ob ich mit Baba Yaga irgendwas anfangen kann. Ja, Würfel Okkultismus dürfen natürlich auch alle anderen tun. Reguläre Schwierigkeit, kein guter Erfolg, aber Davut hat dir vielleicht sogar mal in so einer durchzechten Nacht hat er dir schon mal davon erzählt, dass es Dinge gibt, die ihn ängstigen, die nachts draußen im Wald und in den Bergen sitzen. In Italien, in Spanien gibt es so etwas nicht, aber dort, wo die Wälder dicht sind, vor allem da, wo er herkommt, Baba Yaga, das alte Großmütterchen, die Hexe, genau, die ursprüngliche Hexe. Einige sagen auch noch, sie hat eine große Hütte, die im Wald umherläuft, auf großen Tentakelschwingen. Aber das sind so Mythen, die man am Lagerfeuer erzählt, wenn man zu viel Wein hatte. Und er hatte zu viel Wein, als er der davon erzählt hatte, aber er hatte unglaubliche Angst. Das ist dir wohl noch in Erinnerung. Und diese Angst kannst du jetzt auch in seinen Augen leuchten sehen. Und er hatte keinen Wein letzte Nacht. Ja gut, das, ob ich das glaube, ist eine andere Frage. Kann ich irgendwas würfeln, um zu sehen, dass er verwundet ist? Ja, das ist eine ganz einfache Erste-Hilfe-Probe. Da kannst du dir einfach seinen Rücken angucken und... Ein Hufabdruck entdeckt, vermutlich. Ja, tatsächlich, du findest einen Hufabdruck. Seine Rippen sind geprellt, nicht gebrochen, das ist gut. Und das wird die nächsten 3 Tage unglaublich wehtun. Aber du könntest ihm da jetzt irgendwelchen heißen Tee noch geben. Aber ja, also ihr werdet jetzt sicherlich noch die nächsten 20 Tage reisen. Bis ihr in Oppidum Obiorum seid, ist das auch wieder verheilt. Das ist jetzt nichts, was dir bedarf. Du kannst ein bisschen mit Tee nachhelfen, aber es muss gar nicht sein. Okay. Würde weiter auch noch Ausschau halten nach diesem Raben. Notfalls auch einen Spurenlesenwurf machen.
Das kannst du mir gerne geben. Verborgenes erkennen. Okay. Also ich würde ihm noch sagen, okay, ihr habt Glück, dass euer Fleisch nicht gebrochen wurde, sonst wäre es eine sehr schlechte Idee gewesen, einen schmutzigen Lappen darauf zu legen. Ich habe euch doch gesagt, dass Verbände rein sein müssen. Und ich kann nicht noch einen schwerflindernden Aufguss machen, wenn ihr das wollt. Ja, zum Glück ist der Rabe weg. Ja, was auch immer er von einem Raben da faselt. Ja, Titus steigt dann gut gelaunt aufs Pferd. Sein ganzer Körper ist auch voll mit Malen, die rühren aber nicht von Tritten vom Pferd her, sondern wohl von irgendwelchen saugenden Stellen und irgendwelchen Bissspuren oder so etwas. Er hatte also Spaß. Aber er zieht sich noch ein Haar aus dem Mund und dann reitet ihr los. Ja, Felix versucht Davut ein wenig damit zu beruhigen, indem er ihnen davon erzählt, die römischen Götter mit ihren Feinden umgehen, vom tiefsten Punkt des Hades, wo die reingeworfen werden und es keines dieser Ungetümer wieder herausschafft. Weshalb die römischen Göttern auch den allen anderen der Heiden überlegen sind. Hat er irgendwie einen Skill, womit er mal werfen könnte, ob er Davut davon dann überzeugen könnte? Das würde mir gerade helfen. Ja, hat er sogar. Ich muss gerade mal schauen. Ist das... Also ich habe Psychologie oder Wissen, römische Götter. Ansonsten... Ich glaube, das wird über Psychologie gehen. Das ist dann in dem Moment nicht so das Lesen, sondern das Beeinflussen, also das Nehmen von Angst. Ja. Das würde dann über Psychologie gehen. Weil das ist halt schon eine sehr tief sitzende Angst, ja da. Oh. 99. Oh. Ja. Das ist ein Patzer. Ja. Auf Psychologie. Deine Götter. Was am Ende des Gesprächs bei rumkommt, die Dämonen sind echt. Man muss sich vor denen fürchten. Es ist gut, dass es die römischen Götter gibt, weil die sperren diese Gefahren weg. Aber die Tatsache, dass Baba Yaga jetzt gestern da war und dass sie echt ist und dass sie nicht mehr am Hades einsitzt, das ist wirklich erschreckend. Du verlierst 1W10 geistige Stabilität. Oh, tut mir leid. Das ist kein Problem. Das gehört dazu. Gibt außerdem noch viel schlimmere Sachen als Gott. 9. Die Darm-Tater ist unten. Du hattest sowieso nur 25, ne? Wow. Oh Mann. Ja, nach diesem Gespräch fängt Davut so ein bisschen an zu zittern. Felix, du musst tatsächlich dann die ganze Zeit neben ihm reiten und ihn noch festhalten, sonst fällt er vom Pferd. Was natürlich dann auch Junius dazu veranlasst, die Geschwindigkeit rauszunehmen. Ihr werdet diesen Tag zwar das Lager verlassen können, aber nicht die normalen 40 Kilometer machen, sondern vielleicht 20, die Hälfte, weil Davut die ganze Zeit am Zittern ist. Er blickt sich um, irgendwo sind diese Raben, du hörst sie krächzen und dieses Flattern, du guckst dich um, ob an den Hügeln irgendwelche Monster sitzen, während Felix plappert und plappert. Also er hält dich zwar fest, aber er hört auch nicht auf, vom Tartarus zu erzählen und von diesen Helden, denen die Augen rausgepickt werden, die dann am nächsten Tag nachwachsen, die Leber, die rausgezerrt wird von irgendwelchen ekelhaften Krähen und Wasser, das einem bis zum Halse steht. Man ist durstig, aber man kann das Wasser nicht erreichen. Also die ganzen Qualen, die er jetzt nach und nach aufzählt. Vor allem, wenn man stirbt, weil man von irgendeinem Dämon getötet wird. Also wenn die Baba Yaga dich findet, dann holt sie dich in diese Hütte. Und du wirst niemals in Glückseligkeit das Himmelreich erreichen. Ach, schön. Ja, wenn Zayin sieht, dass sein körperlicher Zustand da halt so wie Zittern vorweist, dann wird er auch darauf bestehen, dass er jetzt diesen Aufguss trinkt, den Zayin ihm zubereitet. Davut wird alles mit Dankbarkeit annehmen, was gerade irgendwie... Noch 16 geistige Stabilität. Wow. Ja. Gut gemacht, Felix. Zum Glück haben wir den Seelsorger dabei. Ja. Musst du nicht mal mit Glückspunkten nachhelfen. Bei der 99. Ja, nee, so viel habe ich ja auch nicht. Nee, ich weiß. Ja.
Ihr werdet, wie gesagt, nicht wirklich viel an Reise machen. Könnt dann aber auch die nächste Nacht... das ist keine wirkliche Taverne, die habt ihr nicht mehr erreicht, aber so einen kleinen Unterstand, den ihr dann auch wohl findet. Eine alte Hütte, die verlassen da liegt, vielleicht aus den Julius-Cäsar-Zeiten noch. Also die ist schon 50 Jahre nicht mehr bewohnt. Hat man vielleicht irgendjemand mal rausgezogen und vielleicht mal ans Kreuz genagelt. Aber es gibt keine Blutspuren mehr, es gibt keinen Besitzer mehr. Sie ist einfach leer und ihr seid dankbar, dass ihr euch dann unterziehen könnt und nicht im Regen schlafen müsst. Ja, und während ihr euch dann hinlegt, ja? Was euch auffallen wird, David wird sich um nahezu nichts kümmern, der wird nur einen kleinen Schrein bauen, wird kleine Kräuter, kleine Opfergaben darbringen an diesem Schrein und das wird so seine erfüllende Aufgabe des Abends sein. Normalerweise kümmert er sich sehr um die Tiere und um das Lager und so, aber diesmal lässt er alles links liegen und kümmert sich nur noch darum. Ja, kann man hier ein Feuer machen? Also gibt es hier einen Kamin oder irgendwie sowas? Ja, es gibt so einen alten Kamin, der ist, du kannst auch sehen, wie da wohl Wasser runtergelaufen ist, da hat sich Schimmel gebildet, aber mit ein bisschen Feuerholz, was du zusammensuchen kannst, wirst du das dann sicherlich nach einer Stunde Arbeit kannst du das auch anzünden. Ich würde vorher nochmal, unser Kundschafter war Davut, ist das richtig? Genau, Davut ist der Kundschafter. Dann würde ich den fragen, ob das hier safe ist, also ob das hier sicher ist, das Feuer zu machen. Ja, David ist nicht so richtig ansprechbar, merkst du? Es ist sehr schwierig, ihn da rauszukriegen aus diesem Trott, den er da gerade hat. Würde dann mit einem flüchtigen Blick es abnicken, aber du könntest den Eindruck haben, er hat sich das nicht wirklich jetzt mit auseinandergesetzt, dem, was du da wolltest. Ja, also ich würde das Feuer machen und danach würde ich vielleicht mal mit Junius das Gespräch suchen und würde ihn vielleicht, also ich würde versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er vielleicht auch mal mit unserem Priester spricht, auch wenn das jetzt gerade eine schreckliche Situation ist, weil da, wo er irgendwie nicht so richtig gut weggekommen ist, aber ja, also... Ich rate dir davon ab. Also ich würde auf jeden Fall hingehen. Hast du schon vom Tartarus gehört? Was gibt es zu ihm? Junius, mein Freund, der wirkte auf mich gestern Abend etwas instabil. Ich hoffe, es geht euch inzwischen wieder besser. Ja, verzeiht, mein Freund. Es gibt nichts zu verzeihen. Ich bin nur um euch besorgt. Als ihr diesen Gallier gewirkt habt, was habt ihr da gedacht? Was war da eure Motivation? Ich würde während dieses Gespräches tatsächlich so aus der Hütte rausgehen, halt Zeilen dabei mitnehmen. Ja, würde ich auch, ja, kein Problem, würde ich auf jeden Fall mitkommen. Draußen blicke ich hier in den Sternenhimmel oder in den Abendhimmel und ich habe den Wald gesehen wieder. Ich dachte, das wäre ein Germane mir gegenüber. Germane, der unsere Leute abgeschlachtet hat. Ja, sie sind für das ungeübte Auge schwer auseinanderzuhalten. Galdir und Germanen. Das soll nicht wieder vorkommen. Wir haben alles Schreckliches durchgemacht, aber ich möchte, dass ihr wisst, dort drüben im Teutoburger Wald, ich hätte keinen anderen Decurius mir gewünscht als euch. Unsere Einheit ist dort herausgekommen und Felix sagte, ich hätte ihn gerettet. Ich habe nur die Wunden gepflegt. Dass wir überhaupt auf dem anderen Rheinufer wieder ankommen sind, ist meiner Meinung nach allein dein Verdienst. Dahin. Jonas tritt noch einen Schritt näher. War es wirklich etwas Gutes, dass wir dort rauskamen? Da wären wir nicht vielleicht besser dran, wenn wir auch gestorben wären. Ich glaube nicht, dass wir ohne Hilfe der Götter dort herauskommen wären und ich werde ihre Weisheit nicht wagen, in Frage zu stellen. Während du nach oben blickst, Junius, kannst du sehen, dass sich die Sterne langsam anfangen zu drehen. Zu einer Spirale, einem Twist.
Es sieht fast aus wie ein Abgrund, in dem die Sterne versinken in der Unendlichkeit und dich einziehen, einsaugen. Da ist nur noch Zain neben dir, der dich so ein bisschen zurück in die Realität holt und dich verankert am Boden, sonst würdest du mit reingezogen werden. Junius, ich weiß aus dem Behandeln von verletzten Legionären, dass auch mit Leuten reden schon eine sehr heilsame Wirkung haben kann. Wenn ihr nicht Felix reden wollt, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr stattdessen mit mir reden. Über das, was euch belastet zu reden, kann sehr gut helfen. Tja. Reden, ja, was willst du denn machen nach deinem Dienst? Nun, ich werde nach Alexandria zurückreisen, mich mit meiner Pension zur Ruhe setzen und eigentlich mir eine hübsche Frau suchen und eine Familie gründen. Oder eine Praxis aufmachen. Ich habe verschiedene Pläne. Und was ich mir fest vorgenommen habe, ist, wenn ich unsere Pension überleben sollte, die Bibliothek von Alexandria aufsuchen. Und mich mit dem dort gelagerten Wissen aus den alten Zeiten auseinanderzusetzen. Ich hatte selbst Pläne. Ich besitze eine kleine Hütte an der Südküste Galliens. Still und abgelegen. Schön. Nein, ich ertrage die Stille nicht. Nun, was kommt, wenn es still ist? Und wenn wir unseren Wehrdienst abgeschlossen haben, kriegen wir eine ausgezeichnete Pension und kein Problem, eine Familie zu gründen. Habt ihr darüber schon nachgedacht? Das könnt ihr auch in einer größeren Stadt tun. Dort habt ihr garantiert kein Problem mit Stille. Ja, Yunus blickt an sich herab. Ja, Familie gründen. Er scheint wohl irgendwie unschlüssig zu sein, was er machen möchte. Und in einer großen Stadt hättet ihr auch die besten Badehäuser. Dann müsstet ihr nicht mehr in irgendeinem Fluss baden. Soll das eine Anspielung sein? Nein. Nein, das war nicht meine Absicht. Und Junius kratzt sich so ein bisschen am Bart und du siehst, wie so ein bisschen so der Dreck dabei abschuppt. Du weißt ja, dass Junius bei den Offizieren nicht ganz gut gelitten ist. Er ist zwar selber nicht in den Schlamm reingefallen gestern Abend, aber gut, die Reise auf so einer Straße ist natürlich auch immer mit Dreck verbunden und du hast trotzdem das Gefühl, dass dieser Dreck schon wesentlich älter ist und auch schon damals in Terrakko hat er sich nicht sonderlich um sein Aussehen gesorgt. Um Gottes Willen, Junius, an so eine Anspielung habe ich gar nicht gedacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich aus Höflichkeit überhaupt nicht gesagt. Wir wissen alle, dass auf dem Marsch Hygiene deutlich schwieriger einzuhalten ist, als irgendwie in der Stadt mit vielen Badehäusern, die es dort gibt. Und nicht, dass sich irgendjemand darum scheren würde. Tatsächlich blickt jetzt Yunus etwas belustigt. Vielleicht war es auch so ein bisschen was wie ein Spaß von ihm. Komm, lass uns reingehen. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen um was zum Mampfen kümmern. Oh ja. Ein sehr Legionär Idee. Läuft nicht auf leeren Magen. Ja, während ihr euch draußen, ohne Mampf kein Kampf. Während ihr euch draußen unterhalten habt, könnt ihr wohl bemerken, wie Titus auch ohne Essen bereits eingeschlafen ist. Seine Nacht war zumindest letzte Nacht ein bisschen länger und dementsprechend früh ist er eingeschlafen. Auch wenn noch kein Feuer angemacht ist, es kein Essen gab, aber der Schlaf ruft dich einfach, Titus. Und während du dort träumst, stehst, marschierst und gehst. Du siehst wie ein... Es muss ein altes römisches Lager sein, was aber, ja, also es ist abgesteckt. Du kannst den Hauptplatz erkennen. Albus Septimus, der Ingenieur, hat wohl seine Arbeit bereits angefangen.
Aber du siehst auch, wie der Wall, der mal gebaut worden ist, wohl auch eingestürzt ist, auch abgebrannt teilweise. Und dann siehst du zusammengeschmolzene Reste von Zelten. Du gehst ein bisschen in diesem Lager umher und siehst dann bleiche Knochen, die hier zerstreut liegen oder zu Haufen aufgetürmt sind. Teilweise laufen hier wohl irgendwie Flüchtige noch herum, die in abgefetzten römischen Rüstungen umherlaufen. Sie haben Schwerter im Bauch stecken, laufen trotzdem noch herum und laufen einfach weg. Du siehst, wie sie, wenn sie dann nach draußen kommen, am Rande des abgesteckten Lagers dann noch niedergemacht werden, wie sie von unzähligen Germanen dann abgehackt werden. Du siehst zerbrochene Waffen, Pferdegerippe, du kannst Baumstämme erkennen, an denen Schädel befestigt sind, und dann kommt ein Hühner auf dich zu. Er ist ebenso blond und blauäugig wie du. Es ist Arminius. Titus. Titus, Titus, Titus. Sie sind alle tot. Alle tot. Du musst dich noch entscheiden, Titus. Du läufst immer noch mit den Falschen umher. Du hast uns in den Hinterhalt geführt, hast sie alle getötet. Ich war einmal auf der Seite wie du. Aber du hast noch nicht den letzten Schritt getan. Ich gebe dir eine weitere Chance. Ein weiteres Mal kannst du den Rhein übertreten und dich uns anschließen. Titus würde ein Amulett aus seinem Kragen trägt, der ist, rausziehen. Es ist ein kleines Amulett und das würde er fest umgreifen. Als du es ergreifst, wachst du wieder auf und du siehst, wie deine Brüder gerade dabei sind, das Feuer anzuschüren und wohl irgendetwas Schmackhaftes auf den Kamin gelegt wird.